Was sagt Ihnen eigentlich momentan Ihr Bäcker in Thüringen in Ihrem Wahlkreis Gotha Ilm? Mit dem habe ich heute geredet, aber nicht nur mit einem, sondern tatsächlich mit mehreren heute den ganzen Nachmittag. Ist nicht wahr. Was sagen die? Ja. Die sagen, sie sind auf der einen Seite sehr verunsichert, das ist ja klar. Sie sagen, sie benötigen Hilfe. Sie sehen aber auch, dass die Bundesregierung danach schaut, was man tun kann. Und dass die mittelständischen Unternehmen, die kleinen wie die Bäckerin, der Bäcker, jetzt wirklich im Fokus dessen sind, was wir brauchen. Und so eine Idee wie ein Basisstrom oder Strompreisbremse, wie auch immer wir das nennen, also ein Grundkontingent zu einem niedrigen Preis, finden die erstmal gut. Aber die haben natürlich einen großen Berg vor sich. Die haben den Mindestlohn, der kommt. Und das heißt ja nicht nur, dass ein Mindestlohn kommt, was ja richtig ist, was die übrigens alle richtig finden, sondern das heißt eben auch, die anderen Löhne müssen steigen und angepasst werden. Und die sind in einer Situation, wo sie sagen, wir wollen weiterarbeiten. Wir sind übrigens Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir wissen auch, dass wir mit unsicheren Situationen zurechtkommen können und müssen. Ja. Und sie vertrauen aber darauf, dass auf der einen Seite Soforthilfe kommt und auf der anderen Seite, dass aber auch klar sein muss, wir müssen jetzt längerfristig auch in Veränderungen kommen. Also diese Frage, aber wie sind die Energiepreise denn im nächsten Jahr? Beschäftigt die genauso wie jetzt? Ja, aber das Wasser bis zum Hals. Ja. Und Herr Habeck ist heute zu zitieren damit, dass allein bei den Gaspreisen vierstellige Summen auf den normalen einzelnen Bürger zukommt. Und offensichtlich hat er die KMUs, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen, vergessen. Hat er die tatsächlich im Regen stehen lassen? Oder wäre das geschehen, wenn der Protest nicht letzte Woche Donnerstag nachgelegt? Er hat ja nachgelegt und er hat auch sehr deutlich gemacht, natürlich brauchen wir das auch für diese kleinen mittelständischen Unternehmen. Und was wir jetzt ehrlich gesagt machen, ist schon eine andere Form von Politik. Wir sitzen jetzt nicht irgendwie im Hinterzimmer oder verschlossen und dann kommt irgendwas raus und das liegt dann auf dem Tisch und das wird gemacht. Sondern was wir tun, ist mit Leuten reden und sagen, okay, wenn es dieses Problem hier gibt, dann wollen wir genau dafür passgenau helfen. Aber es sollte ja dieses wuchtige Paket sein und dann wurde ganz schön viel nachgebessert, allein in den Tagen danach. Ja, man kann sagen nachbessern, man kann aber auch sagen, es entwickelt sich. Und wir haben eine Krise, wie wir sie so noch nie hatten. Und deswegen ist es auch gut, dass wir weiter reden und nicht sagen, Schluss aus, Ende, das war's jetzt. Sondern wenn wir eine weitere Hilfe brauchen, wir haben jetzt das dritte Entlastungspaket. Das ist so viel wie die zwei ersten zusammen oder sogar noch mehr. Und wenn wir ein viertes brauchen, dann gibt es ein viertes. Wir reden über Hilfe jetzt und sind dankbar dafür, dass er heute bei uns ist. Siegfried Russwurm, der Chef des BDI. Ihnen muss man gratulieren heute. Sie haben den ganz großen Preis gewonnen. Sie werden diese Expertenkommission leiten, die nun bis Oktober auch noch die Gaspreise stützen und retten soll. Sie haben, Herr Russwurm, gesagt, es kommen schwere Zeiten auf uns zu und warnen vor einer massiven Rezession. Wie kommen Sie zu diesem Befund? Nun, ähnlich wie Frau Göring-Eckardt, die letzten Wochen habe ich ganz viele Anrufe bekommen, ganz viele Briefe bekommen, E-Mails bekommen. Und irgendwann haben wir beim BDI dann mal gesagt, wir müssen jetzt aus diesen anekdotischen Datenpunkten Substanz gewinnen, haben eine Umfrage gemacht, haben etwa 600 mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer befragt mit ein paar Kernfragen, wie geht's euch denn und was tut ihr jetzt? Und die Ergebnisse waren schon, also ernüchternd ist da ein schwaches Wort dafür. Man könnte auch sagen, beängstigend. Nämlich? Nun, ein Drittel der Befragten sagen, wir sind in einer existenziellen Krise mit unserem Unternehmen. Und noch mal 58% sagt, wir sind unter immensem Druck. Also 90% merken es. Es ist die Ausnahme, wenn ein Unternehmen nicht in einer kritischen Situation ist. Mhm. 20% haben entweder schon entschieden oder sind in Überlegungen, Produktion aus Deutschland wegzuverlagern. Und 40% sagen in dieser Situation. 20%. 20%. Und jetzt ein bisschen so aus meinen Unterhaltungen, auch Unternehmen, wo ich es nie geglaubt hätte. Ne? Also so der typische Mittelstandspatriot, der das wirklich nicht leichtfertig macht. Aber er sagt, ich habe keine andere Chance, wenn die Energiepreise in anderen Ländern der Welt, wo ich im globalen Wettbewerb bin, um Faktoren geringer sind. Yeah. Und was mich besonders auch betroffen gemacht hat, war, dass 40% sagen, wir können uns geplante Investitionen in die Dekarbonisierung nicht leisten, weil die Perspektive so unsicher ist, dass wir das Geld zusammenhalten Deswegen müssen. Deswegen braucht es dafür wirklich Hilfe, die ist ja heute auch beschlossen. Wir sind noch mal bei der Frage, die Insolvenz, also die Unternehmen müssen in die Insolvenz gehen oder fürchten sie? Robert Habeck würde sagen, sie stellen das Arbeiten ein. Am Ende würde es für die Beschäftigten dasselbe bedeuten. Ich glaube, da war auch ein Missverständnis in der öffentlichen Diskussion dabei. Ich meine,
Einmal gibt es die Option der Insolvenz, aber man sollte nicht verkennen, dass viele Mittelständler, gerade Personenunternehmer, die warten nicht auf eine Insolvenz. Die kommen an den Punkt, wo sie sagen, es geht nicht mehr weiter. Die schließen ihren Betrieb, aber endgültig. Mhm. Und zahlen alle Rechnungen. Die wollen keine Insolvenz in der Kleinstadt, in der sie leben. Die verkaufen halt ihr Betriebsauto und verkaufen die Theke und vermieten hoffentlich das Ladenlokal irgendwie weiter. Die melden nicht Insolvenz an. Deswegen nur auf diesen Parameter, wie viele Insolvenzen haben wir zu gucken. Sollten wir nicht nur schauen. Betriebsschließungen im Sinne von Betriebsaufgabe ist wahrscheinlich das richtigere Wort. Ja. Muss man mit dazu zählen. Ja. Wir sind bei der Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Frau Fahimi. Sie haben heute zum zweiten Mal, Stichwort konzertierte Aktion, im Bundeskanzleramt mit den Arbeitgebervertretern beraten. Sind beide Seiten gleich zornig auf die Regierung? Nein, zornig sind wir alle nicht gewesen, sondern es ist, glaube ich, eher zu beschreiben eine Mischung aus einerseits Anerkennung vieler Entscheidungen, die getroffen worden sind. Also es gibt ja nennenswerte Aktivitäten mit den drei Entlastungspaketen, aber gleichzeitig auch eben genau noch mal verdeutlichen, dass wir alle sehr in Sorge sind mit Blick auf die wirtschaftliche Situation, aber eben auch die Situation in Privathaushalten. Ich darf noch mal sehr deutlich unterstreichen, das Wasser steht nicht nur den Betrieben bis zum Hals, sondern bis tief in die sozusagen den Normalverdiener, die Mittelschicht dieses Landes. Und deswegen bedarf es vor allem einer Senkung der Energiepreise, weil das sind die Hauptinflationstreiber. Das ist die sozusagen der auch jetzt der große Rezessionstreiber. Insofern helfen keine ökonomischen Theoriedebatten, sondern man muss jetzt sehr konkret hier das Problem an den Wurzeln packen und das heißt Energiepreise runter. Manuela Schwesig ist bei uns, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Frau Schwesig, der Chef von Hakle sagt, hätten wir, also Toilettenpapierhersteller, hätten wir die Staatshilfe schneller bekommen, wären wir jetzt nicht zahlungsunfähig. Wer schnell hilft, der hilft offensichtlich doppelt. Diese Regierung hilft nicht schnell genug und also nicht? Die Regierung hilft. Es ist ja gerade das zweite große Entlastungspaket gemacht worden, wo wir jetzt... wo wir jetzt für die Rentnerinnen und Rentner zum Beispiel das Energiegeld haben, nachdem es jetzt auch die nachdem es schon die Arbeitnehmer und Familien bekommen. Das war zum Beispiel ein wichtiger Punkt, was die Bürgerinnen und Bürger angeht. Aber was fehlt, ist wirklich eine konkrete Hilfe für die Wirtschaft. Und ich will das mal vergleichen mit der Corona-Pandemie. Da waren wir auch in einer großen Krise. Das hat aber nur, und das war schon schwer genug, ein Teil der Wirtschaft betroffen, und zwar die geschlossen war. Da hat alleine der Bund 70 Milliarden Euro Wirtschaftshilfen in die Hand genommen. Wir als Länder haben dann auch oft noch was draufgelegt mit Zusatzhilfen. Und wir werden auch hier Hilfen machen müssen. Ich bin aber nicht dafür, dass wir hinten raushelfen mit zig Entlastungspaketen, sondern wir unterstützen ganz klar das Modell des Energiepreisdeckels. Meine Landesregierung hat schon im März vorgeschlagen, dass wir einen Energiepreisdeckel brauchen. Und ich will mich auch gar nicht auf mit der CDU, mit dem DGB, mit der Linken? Und damals war es, glaube ich, DGB, der herausgegangen ist. Wir haben dann bei uns im Land einen Energiegipfel gemacht, weil ich finde, es reicht ja nicht, wenn das einzelne Bereiche wollen, sondern wir haben mit allen im Land gesprochen, mit den Kammern, mit dem Unternehmerverband, also der Wirtschaft, den Gewerkschaften, Sozialverbänden, Kommunen, Verbraucherschutzzentralen, Stadtwerken, Energieversorgern, also alle, die mit dem Thema zu tun haben. Und alle sind ganz klar für den Energiepreisdeckel, weil wir müssen diese Preise wirklich deckeln, wenigstens jetzt erstmal auf Sicht für ein oder zwei Jahre, damit die Leute Planungssicherheit bekommen. Das Wasser steht den Leuten bis zum Hals. Ich war Dienstag bei unserem Bäcker vor Ort in der Frühschicht. Ich komme gerade von einer Demonstration von über 1000 Unternehmen und Unternehmern. Die wissen einfach nicht, wie sie es bezahlen sollen. Und so geht es dem Feuerwehrmann, der jetzt anstatt 100 Euro 700 Euro im Monat zahlen soll. Und so geht es dem Bäckermeister, für den es jetzt auf einmal anstatt 20.000 Euro nachher 120 und vielleicht sogar 240.000 werden. Haben Sie Verständnis dafür, dass offensichtlich die kleinen und mittelständischen Betriebe dem Wirtschaftsminister da erstmal durchgegangen sind und dass er nach einer massiven Protestwelle diese Hilfen und auch Insolvenzanpassungen, Gesetzanpassungen erst nachlegte? Ich finde es gut, dass Robert Habeck angekündigt hat, dass es Wirtschaftshilfen geben soll. Ich glaube nur, dass wir... Die müssen jetzt kommen. Die müssen jetzt kommen. Ich sage, wir brauchen aber eine strukturelle Lösung. Wir machen doch
ein Systemwechsel. Deutschland hat Jahrzehnte auf preiswertes russisches Gas gesetzt. Da kann man jetzt heute drüber diskutieren, wie man will. Das ist aber ein Fakt. Es war dreimal preiswerter als LNG-Gas. Und wir werden nicht nur durch den Krieg jetzt, sondern wir werden dauerhaft Preissteigerungen haben. Und wir müssen hier die Unternehmen unterstützen, auch wegen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Wir wollen gute Löhne, nicht nur den Mindestlohn. Wir wollen gute Tariflöhne. Wir wollen ein gutes Sozialsystem. Mhm. Also Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung. Nirgendwo soll es runtergehen, weil wir es alles gut wollen. Wir hatten auf der anderen Seite preiswerte Energie. Das ist jetzt nicht mehr so. Das können wir eigentlich erst wieder bekommen, wenn wir es 100% schaffen, energieunabhängig zu werden aus erneuerbaren Energien. Das ist aber noch ein Weg dahin. Weiter Weg. Und für die Zwischenzeit müssen wir es abpuffern. Und das nach meiner tiefen Überzeugung, gerade nach Expertengesprächen, die einzige Chance, der Energiepreisdeckel. Ich will noch mal sagen, was es heißt, nicht der Wirtschaft die Preise zu deckeln, sondern den Grundbedarf abzusichern. Genau, das muss man erklären. Das ist, macht einen Unterschied, ob wir jetzt diese berühmten Zufallsgewinne abschöpfen und darüber nachdenken, dass wir auf die Art und Weise Preise senken. Deckel meint hier, dass ein Grundbedarf gestützt wird und subventioniert wird und alles, was darüber verbraucht wird, eben nicht. Herr Vogel, das ist nicht das Modell, das die Ampel entworfen hat, einen solchen Grundbetrag an Strom und Energie besser oder preiswerter zu machen für jeden Menschen und für jede Firma und alles, was darüber bezahlt wird, teurer zu machen, sondern Ihr Modell ist, oder war es bisher, die Preise erstmal am Markt wirken zu lassen und zu subventionieren bei den besonders Bedürftigen. Und da waren große Firmen dabei und da waren Rentner und Bürger dabei, die jetzt ein Energiegeld bekamen und es soll Mehrwertsteuersenkungen geben auf den Gaspreis. Aber man hätte ja auch sagen können, so ein gestützter Grundsockel, Sie verstehen die Frage, wir alle diskutieren ja schon wochenlang darüber, würde erstmal jedem helfen und er wäre auch verstehbar und er würde auch zum Sparen anregen, weil man würde nicht wollen, dass man über diesen Sockel kommt. Kurz Ihre Antwort? Das ist ja genau, was wir mit der Strompreisbremse vorhaben. Also genau das, ich war selber dabei im Kanzleramt, im Koalitionsausschuss, da haben wir ja lange diskutiert, auch vorher diskutiert, was müssen wir tun und natürlich müssen wir daran. Also ich glaube, ehrlich gesagt, die Krise, die ja vor allem darauf zurückgeht, dass Wladimir Putin einen Wirtschaftskrieg gegen uns führt und wir schlecht vorbereitet darauf waren, die ist so schwierig, die ist so tiefgreifend, dass es da nicht das eine Instrument gibt, sondern ich glaube, es ist richtig, dass wir die Bürgerinnen und Bürger entlasten mit dem dritten Entlastungspaket jetzt 100 Milliarden Euro. Ich glaube, es ist richtig, dass wir die kleinen Selbstständigen genauso wie die mittelständischen Unternehmen, genauso wie die Industrie dabei nicht vergessen, sondern zielgenau entlasten. Aber es wird doch gar nicht anders gehen, als an die Ursache ranzugehen. Das ist doch auch völlig klar. Also nur Sie sind Regierung. Diese Strompreisbremse, die erklären wir gleich nochmal, die soll ja eben vermeiden, dass das teuerste Gaskraftwerk den Strom für alle anderen am Markt. Das soll aber das ist das Strommarkt. Genau. Also, was wir vorhaben, ist doch klar, wir müssen offensichtlich an die Regulierung des Strommarkts ran. Also ganz offensichtlich. Wir müssen erstens, langfristig müssen wir uns energieunabhängig machen. Mittelfristig müssen wir uns die Frage stellen, und damit meine ich die nächsten Wochen und Monate auch, wie erhöhen wir auch das Angebot, wo kriegen wir günstige Energie her? Deswegen diskutieren wir gleich wahrscheinlich auch noch über Kernkraftwerke und anderes. Aber all das wird nicht ausreichen kurzfristig, weil die Lage, die Ausgangslage so schwierig ist, wie sie ist. Mhm. Und natürlich müssen wir ans Design des Energiemarktes ran, müssen da Regulierungsfehler heilen und diese Strompreisbremse machen. Also dahin kommen wir ja vor. Natürlich ist es nicht und vor allen Dingen... Ich kann nur daran erinnern, dass vor drei Wochen ich bei diesem Vorschlag, das ist die sogenannte Merit Order, das ist dieses Prinzip, das teuerste Kraftwerk am Netz bestimmt die Preise am Strommarkt, das auszuhebeln, mir vorgeworfen worden ist, wie ich denn so etwas fordern könnte, solche schweren Markteingriffe zu machen. Ich bin ja froh darüber, dass es inzwischen eine tiefe Einsicht in der Bundesregierung gegeben hat, dass das sehr wohl geht. Aber was jetzt wesentlicher ist als die Schlaumeierei, ist, dass wir natürlich wissen, dass die Strompreissteigerung nur ein Element der wirklich hohen Energiekostenbelastung ist. Klar, der wesentliche Teil ist der Wärmemarkt und innerhalb des Wärmemarkts der Gaspreis, der sich inzwischen verdreizehnfacht hat zuvor
Krisenzeiten, verdreizehnfacht. So, und das, ehrlich gesagt, vielleicht können wir zusammen die hohen Gaspreise vielleicht führen ja auch zu den hohen Strompreisen. Aber wir haben da keinen Dissens, vielleicht sondern es genau, was die Regierung vorhat, zu Recht. Ganz kurz noch mal zurück. Deswegen gilt ja umso mehr, dass jetzt der Dreh- und Angelpunkt ist, und da bin ich ganz bei Frau Schwesig, dass wir jetzt vor allem ganz schnell an das Runterdrücken der Gaspreise ran müssen. So, und da verstehe ich nicht, warum es so problematisch ist, darüber zu reden, ob man das kontingentiert, das deckelt, welches Modell man auch immer findet. Und im Übrigen, um das zu ergänzen, wie das Modell funktioniert, geht es auch nicht darum, das einfach nur steuerlich zu subventionieren. Denn Sie haben ja Versorger dazwischen, die auch tatsächlich die Preise bezahlen müssen. Und unser Vorschlag sieht aber vor, und das müsste eigentlich auch der FDP sehr sympathisch sein, dass wir halt diese Differenzkosten, die dann zustande kommen, dass wir die über einen Fonds, über einen längeren Zeitraum abdämpfen und verlängern. Mhm. Und sozusagen diese momentane Spitze, diese Schocksituation über einen längeren Zeitraum ziehen. Und das würde auch der Industrie im Übrigen oder der Gesamtwirtschaft helfen. Aber ich glaube wirklich, wir haben einen Scheindissens, weil genau das haben wir ja vereinbart, dass wir sagen, wir wollen jetzt eine, ich nenne das mal, negative EEG-Umlage einführen. Und an diese Grippe beim Strommarkt daran, dass über eine Strompreisbremse den Privatpersonen und den Personengesellschaften, den kleinen und mittleren Unternehmen zurückgeben, der Industrie über die Senkung der Netzentgelte. Das ist jetzt nötig. Idealerweise im europäischen Geleit. Das ist ja auch, in welche Richtung die EU-Kommission diskutiert. Und ja, wir müssen auch bei Gas und Wärme ran. Und da ist ja heute in Ihrer beider Anwesenheit auch eine Kommission eingesetzt worden mit der wirtschaftsweisen Frau Grimm, die, glaube ich, sich sehr durch kluge Beiträge gerade hervortut, Herrn Russwurm und Herrn Vassiliadis. Ja. Und da müssen wir natürlich vorankommen. So. Das heißt, vorankommen und wir reden, bringen. Es geht richtig, auch jeden Tag. Wir reden über jetzt. Wie hilft man jetzt Unternehmen? Sie haben den Befund, wir kehren dahin wieder zurück. Sie haben den Befund von Herrn Russwurm gehört. Sie haben auch gehört, was die Unternehmer und Unternehmerinnen sagen. Und es sind ja nicht nur die Bäcker, sondern es sind ja auch Firmen, die AdBlue herstellen beispielsweise und dafür sorgen, dass Brummis in diesem Land überhaupt fahren. Warum brauchte es so lange, dass diese Regierung verstanden hat, dass auch ein AdBlue-Bauer oder Hersteller in Piesteritz systemrelevant sein kann? Warum kommen all diese Vorschläge zu spät? Hat das was? Ich frage es ganz offen, auch mit dem Streit von FDP und Grünen, sogar auf offener Bühne, in dieser Ampel zu tun. Nein, das glaube ich nicht. Also erstens, ich habe Herrn Russwurm eben auch gehört, aber ich war den ganzen Sommer unterwegs in meinem Wahlkreis im Sauerland. Sind alle glücklich? Nee, da sind mittelständische, energieintensive Unternehmen noch und nöcher. Das ist die drittgrößte Industrieregion unseres Landes. Also mich beschäftigt das seit Wochen und Monaten. Und ich glaube, alle Kollegen auch in der Regierungskoalition, dass wir, auch Katrin Göring-Eckardt und ich, so sehr wir uns auch persönlich schätzen, wahrscheinlich gleich zu manchen Fragen in der Energiepolitik, Kernkraftwerke zum Beispiel, unterschiedliche Positionen haben. Ich glaube, dass müssen wir aushalten, weil wir ja in einem Parteiensystem leben, das die Wähler gewählt haben, was auch, glaube ich, okay ist, weil es die neue Realität ist, wo unterschiedliche Parteien zusammenkommen. Und die dürfen auch unterschiedliche Positionen diskutieren. Ich glaube, zum Beispiel bei den Kernkraftwerken müssen nicht wir zu einer anderen Entscheidung jetzt kommen. Wir sind, nee, wir sind sagen, Kugel. Das wir ist sind ja ein so, Dissens. Also, wir sagen einen ein Vorschlag. Ein konkreter wir haben auch Vorschlag diskutiert über Entlastung den Sommer. Ja. Und dann haben wir ein gemeinsames Entlastungspaket jetzt auf den Weg gebracht, was, glaube ich, gut ist und wo wir uns einig sind. Und genauso wir haben wir über den Sommer Vorschläge diskutiert. Wir müssen ran an die Energie Preise und haben jetzt einen Vorschlag auf den Weg gebracht, den, wo jetzt der Wirtschaftsminister, glaube ich, hoffe ich und gehe ich von aus, Tag und Nacht daran arbeitet, dass wir das jetzt in die Realität bringen. Weil es bringt ja nichts, wenn wir es beschließen, irgendwo als Koalitionsbeschluss, sondern wir müssen es ja operativ machen, damit die Bürger konkret und die Unternehmen entlastet. Und man muss es vor allen Dingen verstehen. Spiegel Online macht heute auf mit der Überschrift, dass wahrscheinlich die Gasumlage insgesamt wackelt. Ich will nur sagen, was Ihr Angebot ist, ein substanzielles Angebot an die beiden Tarifpartner, sind die 3.000 Euro, Herr Russwurm, vielleicht können wir das noch mal sagen. Stichwort, auch die Arbeitnehmer brauchen natürlich mehr Geld in der Tasche, um keinen Reallohnverlust zu haben. Wird es möglich sein und wie vielen Firmen wird es möglich sein, 3.000 Euro brutto gleich netto an die Arbeitnehmer auszuzahlen? Egal, ob gestaffelt oder ad hoc, um erst mal Ruhe in die Arbeitnehmersituation zukommt. Also ja, erstmal glaube ich, es wird ganz viel Richtiges gesagt, dass man darüber sortieren kann. Wir müssen ein paar Dinge gleichzeitig angehen. Das macht es kompliziert. Wir brauchen kurzfristige Lösungen. Wir brauchen mittelfristige Lösungen, die auch eine Perspektive für Unternehmer geben. Warum kann ich denn darauf vertrauen, dass das weitergeht, wenn ich jetzt zusammenkneife?
Und da ist der Teil, was können wir den Bürgern an Unterstützung und Bürgerinnen zukommen lassen, war ja ein ganz wichtiger. Deswegen, auch wenn es den einen oder anderen wundert, die Entlastungspakete waren richtig und wichtig. Und finden ihre Unterstützung. Ja, absolut. Absolut. 3.000 Euro. Jetzt gibt es im Rahmen dieses Prozesses ein Angebot der Bundesregierung, so habe ich das verstanden, dass bis zu 3.000 Euro Einmalzahlungen von Steuern und Abgaben befreit werden. So, jetzt gibt es Tarifverhandlungen demnächst in großen Tarifpartnerschaften. Da wird man dann sehen, wie man mit diesem Angebot umgeht. Und klarerweise, die 100.000 Unternehmen in Deutschland, allein in der Industrie, wenn ich jetzt alle Handwerks- und Handelsunternehmen noch mit dazu nehme, dann wird die Zahl gleich noch viel größer. Ja. Die sind ja nicht alle gleich. Da gibt es welche, die gut verdient haben und gut verdienen, denen das wahrscheinlich leichter fällt. Auch Tarifverhandlungen, wo es vielleicht leichter fällt. Aber es gibt auch Unternehmen, die wirklich sagen, wir stehen so mit dem Rücken an der Wand. Das ist in diesem Angebot zum Teil adressiert. Zum Beispiel dadurch, das muss nicht eine Einmalzahlung sein, sondern es wird einen Zeitraum geben, in dem es Zahlungen geben kann, bis zur Summe von 3.000. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen Unternehmen, das auf die Reihe zu kriegen. Aber innerhalb der 100.000 Industrieunternehmen gibt es alle unterschiedlichen Situationen und damit wird man umgehen müssen. Und alle sind unterschiedlich energieintensiv. Frau Göring-Eckardt wird gleich gefragt. Frau Fahimi, würden Sie denn denken, dass Arbeitgeber zuhauf jetzt darauf eingehen und sagen, das ist erstmal ein gutes Mittel, um meine Arbeitnehmerschaft zu beruhigen und wie viel können das gar nicht mehr? Es gibt ein gutes Prinzip in Deutschland, wie wir zur Lohnfindung kommen. Das sind Tarifverträge. Und Tarifverträge zu verhandeln heißt halt nicht, dass man einfach irgendwie, wie man lustig ist, Geld verteilt, sondern dass man sich gemeinsam an den Tisch setzt und nach sinnvollen und klugen Lösungen sucht. Und deswegen geht es in der Tat nicht um Einmalzahlungen und es geht auch nicht unbedingt um laufende Tarifverträge, sondern es geht insgesamt darum, wie zusätzliche Zahlungen erfolgen können. Und Herr Russwurm hat recht, die Situation in den Branchen ist sehr unterschiedlich zu bewerten. Und deswegen sollte das auch weder irgendwo in der Politik zentral entschieden werden, auch nicht heute Abend hier zwischen uns, sondern bei denen, die das tatsächlich seit Jahrzehnten tun. Nämlich in den Branchen. Ja. Und es geht um zusätzliche Zahlungen, die man eben in Raten oder halt eben auch wie auch immer austragen kann. Und jeder Tarifvertrag kennt im Prinzip heute schon so etwas wie Öffnungsklauseln. Im Übrigen gerade da, wenn ich mal an die Hafenarbeiter erinnern darf, da gab es ja sehr heftige Diskussionen drum. Da gibt es einen Tarifvertrag, der sehr differenziert zwischen sozusagen A, B, C-Klassen der Betriebe. Und so kenne ich das von den Tarifvertragsparteien, von uns Gewerkschaften, dass wir in diesem Sinne verantwortliche Abschlüsse machen. Aber nochmal, das hat nichts unmittelbar mit den laufenden Tarifverhandlungen zu tun, sondern wir müssen ja auch die Beschäftigten erreichen, die in Branchen arbeiten, in denen im Moment Tarifverhandlungen nicht geführt werden. Sie sind, das ist ganz interessant, Frau Fahimi, Sie sagen, Sie warnen auch vor einer Deindustrialisierung dieses Landes auf der einen Seite. Und Sie sagen auf der anderen Seite, wir werden streiken, wenn die Arbeitgeber nicht auf unsere Forderungen eingehen. Welche Herzklappe, welcher Gedanke ist der vordringliche? Also wenn die Situation für einzelne Unternehmen in diesem Land so schrecklich ist, dass sie das Land verlassen, dann gleichzeitig für höhere Löhne zu plädieren, oder kriegen Sie diese beiden Sätze gut zusammen? Ich kriege die ganz wunderbar zusammen. Okay. Zum einen, weil die Inflation und die drohende Rezession eben nicht lohngetrieben ist, sondern sie ist energiepreisgetrieben. Und deswegen können wir auch nicht über Löhne lösen, was an eigentlichem Krisenmanagement notwendig ist. Wir haben immer gesagt, wir brauchen eine sozusagen Doppelgleisigkeit, Kaufkraft stabilisieren durch Reallohnstabilisierung. Denn wem wäre hier im Land geholfen, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach eine Nullrunde machen würden, dann würde ja erst recht ein Nachlassen der Nachfrage und damit ein nochmal zusätzlicher Rezessionstreiber erzeugt werden. Aber wir haben auch gesagt, wir können das Problem nicht alleine über die Lohnpolitik lösen. Wir brauchen zusätzliche politische Maßnahmen. Mhm. Das betrifft die privaten Haushalte wie die Betriebe. Deswegen habe ich heute ja mehrfach auch gesagt, neben all den interessanten und guten Entscheidungen der Entlastungspakete brauchen wir etwas, was noch in diesem Jahr bei den Leuten ankommt, deswegen eine zweite Energiepreispauschale. Mhm. Aber ich sehe auch die Notwendigkeit, dass wir den Betrieben
Betrieben, denen es jetzt, die in Not sind, helfen müssen. Das machen wir aber nicht durch Lohndrückerei, sondern das müssen wir durch kluge Wirtschaftshilfen machen. Und das bedarf in der Tat einen breiteren Blumenstrauß an grundsätzlichen systemischen Eingriffen, was den Energiemarkt angeht, aber auch an unmittelbaren Hilfen, nicht nur für die kleinen und mittelständischen, sondern auch für die Energieintensiven, die in Not geraten. So, vielleicht zeigen wir noch mal, unsere Regie hat das vorbereitet, dankenswerterweise, wohin sich die Reallöhne entwickelt haben, weil die Verbraucherpreise so enorm in die Höhe gegangen sind. Das sieht man hier auf dieser Grafik noch mal, wohin sich auch Reallöhne für die Bürger in diesem Land entwickelt haben. Die ja, Frau Göring-Eckardt, noch mal, der Bundeswirtschaftsminister sagt, allein für Gas sind die Zuzahlungen jetzt vierstellig. Eigentlich brauchen die Leute ein 13. Gehalt, wenn sie einen guten Tarifarbeitsplatz hätten, um das zu kompensieren. Und insofern wächst natürlich auch einfach eine existenzielle Sorge, die Sie mit allem, was Sie jetzt planen, bisher in diesem Jahr nicht adäquat ausgleichen können. Ja, deswegen gibt es ja auch Sofortzuschläge, zum Beispiel für die Leute, die wirklich am unteren Einkommensbereich sind. Ja. Deswegen sagen wir, wir müssen auch über weitere Entlastungen reden an verschiedenen Stellen. Wir haben ja auch ein erstes und ein zweites Entlastungspaket, auch das ist schon da. Und wir müssen dafür sorgen. Manche Sachen sind da schon vorbei. Ja, ja, natürlich sind sie vorbei, aber wir haben es ja nicht umsonst gemacht. Ich will damit nur sagen, die Situation ist wirklich mega komplex und da gibt es nicht die einfache Antwort, die man innerhalb von anderthalb Sätzen erklärt hat, sondern wir müssen die verschiedenen Sachen klären, hinbekommen und das Allerentscheidendste wird sein, dass der Energiepreis runtergeht. Das ist so, sowohl bei Strom als auch bei Gas. Und das ist aber eben auch nicht über Nacht mit einem Fingerschnipsen gemacht. Und deswegen wir ist es auch so uns noch mal an. Kompliziert. Lassen Sie mich noch eine Sache sagen, weil das, weil mir das so ein bisschen verwischt gerade. Wir müssen jetzt dafür sorgen, und das ist für eine Grüne wirklich furchtbar zu denken, dass wir mit Kohle und mit Gas über diese Zeit kommen. Aber das Entscheidende wird sein, Herr Rusum hat das vorhin gesagt, die Transformationsinvestitionen finden gerade nicht statt. Das Entscheidende wird sein, dass wir damit jetzt auch sofort anfangen, damit wir nicht den Ast, auf dem wir sitzen, irgendwie immer weiter absegeln und dann hinterher wieder in eine Situation kommen, wo wir sagen, damals hätten wir die Transformation anfangen können, damals hätten wir es schaffen können. Und das, was wir jetzt schon geschafft haben, also so, ich meine, man kann auch mal sagen, wir sind gar nicht so schlecht als Gesellschaft. Diese Gasspeicher sind voll. Und sie sind viel voller, als es eigentlich geplant war. Das ist eine ziemlich krasse, große Leistung. Und wenn man sich überlegt, wo wir waren am Anfang des Jahres, wo wir waren noch im Frühjahr, dass das gelungen ist, ich finde, das würde Herr Rustum jetzt sagen, ich nehme ihm den Gedanken aus dem Mund, dass es auch damit zu tun hat, dass 20% der Unternehmen massiv ihre Produktion gedrosselt haben, dass Privathaushalte gespart haben und so weiter. Ich will das auch nicht schönreden, auf gar keinen Fall. Ich will nur sagen, dass da der Energieminister, Herr Habeck, weil er jetzt auch so zwischen den Zeilen viel Kritik kommt, und auch Bundeskanzler Scholz und auch Finanzminister Lindner, die nehme ich jetzt mal für die drei in der Ampel, gestanden haben. Es war Herr Merz, der im März ein Gasembargo gefordert hat. Es war sehr populär wegen der Kriegssituation. Und es waren eben Olaf Scholz und Herr Habeck vor allem, die erklärt haben, warum das nicht geht, dass man nämlich die Gasspeicher voll machen muss. Und über den Sommer sind die Gasspeicher voll gemacht worden, auch dadurch, dass eingespart worden ist. Und wenn wir das nicht hätten, dann würden wir nicht durch den Winter kommen. Also da muss man auch mal sagen, haben die auch sehr gestanden. Und andere waren, die jetzt Stimmung machen, hatten da noch ganz andere Positionen. Und weil Sie vorhin gesagt haben, wir streiten uns immer, wir machen gerade große Entbürokratisierung für die Erneuerbaren. Und die Vorschläge kamen aus dem Finanzministerium. Ja, bitte. Ich glaube, die Erneuerbaren an diesem Mittwoch und die Position der Erneuerbaren, ich kann nur sagen, von Wasserstoff haben wir hier auch schon genug gehört und sofort. Mhm. Jetzt müssen wir gerade ganz andere Dinge tun, das haben Sie auch schon gesagt. Und wir gucken offensichtlich auch alle gemeinsam gleichzeitig machen. Gerade nach Europa. Wenn Sie mich das noch kurz sagen lassen, das sind nun tatsächlich, gibt es einen interessanten Vorschlag aus Brüssel von der EU-Kommission, wie wir, Stichwort, den Strompreismarkt in Europa neu designen können. 180 Euro pro Megawattstunde, dann ist Schluss. Energieproduzenten, ob Atom, Kohle oder erneuerbar, sollen jeden Euro darüber abführen, um Verbraucher zu entlasten. Von der Leyen rechnet mit über 140 Milliarden, um die Energiepreise in Europa zu dämpfen.
So, nur noch mal, damit wir das zu Ende diskutiert haben und nicht überspringen, Frau Schwesig. Ganz einfache Frage. Es muss jetzt schnell gehen. Wird es schnell genug gehen für die Strompreise, die durch die Decke gehen, einen Deckel zu finden, einen schnellen Deckel und auch für Gas? Es muss schnell gehen. Wie gesagt, ich finde, man kann viele Modelle diskutieren, aber ich glaube, dass das jetzt nicht noch mehrere Wochen gut geht. Mhm. Den Unternehmen, auch den Bürgern steht das Wasser bis zum Hals. Sie kriegen ja jetzt die Abschlagsrechnung. Und so ein Bäckermeister, ein Bürger fragt sich, wie soll ich das hinkriegen? Sie sollen jetzt ab spätestens nächstes Jahr neue Verträge machen. Und wenn jemand sieht, dass er das gar nicht leisten kann, kann er eigentlich diesen Vertrag nicht machen. Und deswegen muss es jetzt zügig ein Modell geben. Und es gibt ja Modelle. Also ich kann mich jetzt nur wiederholen. Ich finde es sehr schlüssig zu sagen, für 1 bis 2 Jahre, um jetzt mal einen brauchen Stopp wir einen zu machen, Deckel. Brauchen wir den Deckel auf den Grundbedarf. So, Herr Vogel, Sie sind abschöpfen, FDP, lange, das hat Frau Fahimi vorhin gesagt, wollten Sie an diese Übergewinne nicht ran, weil Sie mit dem Gedanken einer Steuer verbunden waren. Jetzt heißen die Dinger Zufallsgewinne und es wird von einer Abschöpfung geredet. Denken Sie damit, dass tatsächlich ein so großer Betrag Geldes zusammenkommt? Erstens und zweitens, glauben Sie, dass es schnell geht? Ich glaube, es muss schnell gehen und ich glaube, es kann auch schnell gehen. Es ist ja was anderes. Also generell Gewinne, die stärker sind als im Vorjahr oder Umsätze, die stärker sind als im Vorjahr zu besteuern. Mhm. Da waren wir gegen, da bin ich auch gegen, weil das eine potenzielle Innovationsbremse, hätten wir auch BioNTech stärker besteuern müssen in der Krise. Das macht keinen Sinn. Aber im Bereich des Energiemarkts und insbesondere beim Strom müssen wir daran. Das ist alles nicht schön. Das gefällt mir als Liberaler in der perfekten Welt auch nicht. Mhm. Aber der Energiemarkt ist auch keine perfekte Welt, sondern es ist teilweise schlecht geplante Planwirtschaft. Da hatten wir in den letzten Jahren geopolitische Naivität offenbar bei der Abhängigkeit. So, und dann muss man jetzt ran. Also Winston Churchill war auch Kapitalist, unzweifelhaft, und hat im Zweiten Weltkrieg Kriegswirtschaft betrieben. Also besondere Zeiten machen besondere Maßnahmen nötig. Also das ist ja die Frage, sind wir in einer Kriegswirtschaft? Auch, nein, das sind wir nicht, aber wir sind in einer Ausnahmelage und Putin führt einen Wirtschaftskrieg gegen uns. Das muss man sagen. Deshalb müssen wir auch, glaube ich, und das sage ich als Liberaler, entschlossen pragmatische Maßnahmen hier vornehmen, während dieser Zeit. Und gleichzeitig, und der Gedanke ist mir wichtig, den will ich ganz kurz sagen, gleichzeitig in der Lage sein, auch zu überlegen, was tun wir, damit diese Phase dann irgendwann auch wieder vorbei ist. Sie haben das eben gesagt und so ein bisschen abmoderiert. Ich will es überhaupt nicht wegwischen. Ich will nur sagen, die Sorgen der Leute sind momentan andere. Aber wir müssen doch auch der Arbeitnehmer und der Firmen. Wir müssen das doch schaffen, dass wir jetzt akut die Bürger entlasten bei den Energiepreisen und dass wir trotzdem auch die wichtigen Fragen gleichzeitig gelöst bekommen. Total. Weil, dass wir das in der Vergangenheit nicht gemacht haben, hat uns ja in die Lage gebracht. Wenn ich eins sagen darf, was wir jetzt schaffen, zum Beispiel bei Planungsbeschleunigung, bei den erneuerbaren Energien, bei LNG-Terminals. In 6 Monaten bauen wir die ja hin. Wo hat es das in Deutschland schon mal gegeben? Wenn wir das übertragen bekommen, zum Beispiel auch auf generell andere Infrastrukturprojekte, wenn wir uns das erhalten, das wenn wir jetzt gerade jetzt diesen Herbst zum Beispiel auch das Fachkräftethema eingehen, parallel machen wir noch ein Einwanderungsgesetz à la Kanada, dann sind das genau die Dinge, die uns dann unterscheiden von dem Krisenmanagement vielleicht vergangener Jahre und Jahrzehnte und was uns dann auch die Möglichkeit macht, stärker da wieder rauszukommen. Herr Roswurm, wenn wir nach Brüssel gucken, möchte Frau von der Leyen ja nicht nur an die Stromproduzenten, sondern sie hat gesagt, sie möchte auch eine Besteuerung von Öl- und Gasproduzenten. Da soll 20% über den Gewinnen der letzten 3 Jahre so eine Solidaritätsabgabe einmalig von 33% gezahlt werden. Ist Ihnen diese EU-Kommission, ist Ihnen Frau von der Leyen zu radikal? Ja, also ich habe da ein paar Fragezeichen, ne? Weil ich glaube nicht, dass sich zum Beispiel Saudi Aramco besonders für die Steuerregelungen in der EU interessiert. Die Gazprom übrigens auch nicht. 140 Milliarden, wenn ich höre, das klingt nach einer Riesenzahl. Das dritte Paket waren 65 Milliarden. Also 140 Milliarden ist auch nicht so ein Ticket, das alle Probleme löst. Bei den Eingriffen, die jetzt schnell notwendig sind, da bin ich ja dabei. Das tut mir weh. Als ein achter Wirtschaftsliberaler tut mir der Gedanke einer Preissetzung richtig weh. Aber auf der anderen Seite ist der Strommarkt halt ein regulierter. Das heißt, der Strompreis der Vergangenheit ist nicht einer, der auf dem Marktplatz ausgehandelt wurde, aus Angebot und Nachfrage, sondern das Ergebnis einer Logik, die man unter Merit Order kennt. Jetzt funktioniert die nicht mehr in einer Ausnahmesituation eines Wirtschaftskrieges. Also muss man daran. Das wird nicht so schnell gehen. Da muss man auch mit Brüssel schauen, wie man das auf die Reihe kriegt.
Und deswegen muss ich eingestehen, dass wir kurzfristig Dinge brauchen, die noch mal mir als Marktwirtschaftsanhänger echt wehtun. Dass es eine Zufallsgewinnabschöpfung geben würde, hätten Sie sich auch nicht vorstellen können. Ich glaube auch, dass dieses Wort ist ja irreführend. Ein Kompromiss. Ja. Das ist irreführend. Ja. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ein Marktdesign der Vergangenheit für die neue Situation nicht mehr taugt. Also muss man es ändern. Das wird nicht schnell gehen, nicht schnell genug gehen. Also muss man in der Zwischenzeit den Bürgerinnen und Bürgern direkt helfen. Auch den Unternehmen. Muss auch Sachen tun, wo ich sage, mir graust es davor. Und ich hoffe inständig, dass wir es auch alle so verstehen als eine Sondersituation über einen beschränkten Zeitraum. Mhm. Und wir dann uns wieder einig sind, ein funktionierender Markt ist der beste Preismechanismus, den wir uns vorstellen können. Mhm. Was würden Sie denn sagen, Herr Maas, funktioniert? Wenn ich das darf, Jasmin Fahimi, alleine zum Beispiel bei erneuerbaren Energien in meinem Bundesland wird doppelt so viel Strom produziert aus erneuerbaren Energien. Ich bin nicht bei Fossilen, ich bin erneuerbaren. Das, was wir alle wollen. Doppelt so viel, als wir selbst verbrauchen. Und jetzt den Bürgern zu erklären, obwohl die Bürger vor Ort die Belastung haben und jemand, der einen Kilometer vor seinem Dorf den Windpark vor der Nase hat, er empfindet ihn als Belastung. Da brauche ich gar nicht diskutieren als Ministerpräsidentin. Aber denen jetzt zu sagen, wir haben gar keinen Einfluss auf die Preise. Ihr zahlt nicht nur die höchsten Strompreise, weil die ausbauen, belastet werden durch Netzentgelte, sondern dieser Strompreis ist gekoppelt am Gaspreis, der ja gerade auch spekulativ ist und den Krieg ausnutzt sozusagen. Das ist nicht mehr transparent. Da müssen Sie auch mal sagen, als Wirtschaftler, das hat doch auch gar nichts mehr mit Leistung zu tun. Das versteht doch auch gar kein Handwerker mehr. Normalerweise muss es doch für eine Leistung auch einen Preis geben. Und das muss zusammenhängen und transparent sein. Und deswegen glaube ich, ich empfinde das alles als extrem intransparent. Und man kann es den Bürgern nicht erklären. Wenn wir Erneuerbare ausbauen wollen, dann müssen wir den Bürgern sagen, passt auf, das bedeutet, dass wir energieunabhängig sind. Das ist die einzige Unabhängigkeit. Die Erneuerbaren und nicht fossil, egal wo sie herkommen. Und wir müssen Einfluss auf die Preisgestaltung haben. Und das haben wir zurzeit nicht. Und das entzieht auch dann die Legitimation für solche Maßnahmen. Also ich habe gesagt, wir brauchen ein anderes Marktdesign. Mhm. Wo wir uns garantiert nicht einig sind, ist, dass Deutschland energieautark werden kann. Von dem Traum müssen wir uns verabschieden. Entschuldigung, Traum. Frau Göring-Eckardt, das ist um Größenordnungen falsch. Können wir es schaffen, dass wir im Strommarkt sehr hohe Prozentsätze selber erzeugen können, ja. Dann müssen wir noch mal drüber reden, wie wir das mit dem Speichern machen, ne? Für den, selbst den Septemberabend. Mhm. Aber dass wir den Teil, den wir heute an Energie importieren, jenseits vom Strom, dass wir den alles durch Eigenproduktion aus Renewables ersetzen. Da läuft also noch ganz viel Wasser die Spree. Herr Russo, aber ganz ehrlich, ich muss mich entschuldigen. Wir haben hier heute ein anderes Thema. Wir möchten und wollen Lösungen finden. Das kann man so nicht lassen. Sie können gleich darauf reagieren. Ich würde sagen, vielleicht zwei Sätze. Und dann reden wir noch mal über die Situation, in der wir jetzt sind und wie wir sie lösen. Frau Göring-Eckardt, zwei Sätze auf Herrn Russwurm. Sie sagen, die Renewables schaffen das. Ja, ich sage vor allen Dingen, wenn wir das jetzt nicht machen und angehen und so tun wie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, als ob wir es anders machen könnten, dann kommen wir in die gleiche Dilemmasituation, in der wir jetzt wieder sind. Und dann ist eben woanders eine Krise und dann kommt ein anderer Autarkist, ein anderer Diktator und sagt, das kostet jetzt mal ein bisschen mehr. Und deswegen ist die Frage, ob wir uns unabhängig machen, eine Existenz- und Überlebensfrage. Sie ist eine Existenzfrage in Bezug auf das Klima. Ja. Wir reden davon, dass wir möglicherweise 2030 schon 1,5 Grad erreicht haben. Dann ist überhaupt nichts mehr mit, wie machen wir das mit der Wirtschaft. Und deswegen müssen wir da so konsequent, so klar, so hart sein und es hinbekommen, gemeinsam übrigens, mit einer Wirksamkeit gemeinsam hinbekommen, mit Bürokratieabbau, mit ganz viel mit allem. Innovation, am Ende, mit Geld, auch damit, dass wir dafür sorgen, dass die Genehmigungen schneller gehen, dass Menschen da sind, die das tun und alles das. So, und am Ende wird immer richtig sein zu sagen, Putin ist schuld, Putin hat uns in diese Situation gebracht. Ja, wir selbst natürlich auch, wir haben uns abhängig gemacht nach 2014, so, nachdem der Krieg begonnen hat. Das mag 100-mal auch richtig sein. Wird man dann nicht trotzdem sagen, werden die Menschen, die pleite gehen, nicht trotzdem sagen, Robert Habeck ist schuld?
Robert Habeck ist derjenige, der, Sie haben es alle schon ein paar Mal gesagt, Tag und Nacht daran arbeitet, die ganzen Versäumnisse der letzten Jahre aufzuräumen. Mhm. Wie so ein Räumkommando. Und ich meine, wenn man sich ihn anschaut, wenn man sieht, was er tut und was er macht, dann kann man nicht sagen, der ist schuld, sondern das ist derjenige, der versucht, diese Situation gemeinsam mit allen anderen, das ist ja auch nicht ein Alleinspieler, mit einem riesen Team im Ministerium, wo man auch nur, da kannst du auch irgendwie abends um 11 noch anrufen und es geht jemand ran. Und mit der gesamten Regierung dafür sorgt, dass das geht. Aber es geht natürlich auch nicht nur, indem eine Regierung das alleine macht. Da werden die Länder gebraucht, da werden Arbeitgeber gebraucht, da werden Arbeitnehmerinnen gebraucht. Da werden auch Ideen gebraucht. Deswegen, es gab gerade in diesen Tagen wieder einen Aufruf, sagt uns bitte, wo noch Bürokratieprobleme sind. Und wir wollen sie lösen. Überall. Ja, offensichtlich überall, auch beim Fuel-Switch. Also wenn man wechseln möchte, noch mal von Gas zurück oder auf Öl. Wenn die Kohlekraftwerke ans Netz sollen, die jetzt nicht mit voller Leistung ans Netz können, weil sie nicht die entsprechenden Genehmigungen bekommen. Mhm. Also da gibt es schon noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber ich finde, wir kommen jetzt wirklich sehr vom Thema ab, weil mich interessiert am meisten, wie wir eigentlich die Menschen entlasten können von den hohen Energiepreisen. Ich kann es nur noch mal sagen, wir brauchen eine Entlastung jetzt, in diesem Jahr. Ich finde vieles richtig, was gesagt wurde und was auch entschieden worden ist. Das sind aber ganz überwiegend Maßnahmen, die erst irgendwann im nächsten Jahr kommen. Und bis dahin haben sich etliche Betriebe entschieden, entweder den Laden dicht zu machen oder Insolvenz anzumelden. Im Übrigen will ich mal an der Stelle auch die Lanze dafür brechen, Insolvenz heißt nicht gleich pleite gehen. Sondern bei Hakle, das ist ein schönes Beispiel dafür, bei Hakle gibt es ein sogenanntes Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das heißt, da ist kein Insolvenzverwalter, sondern da geht es darum, mit dem Ziel des Fortbestandes eine Lösung zu finden, gemeinsam mit den Gläubigern. Das kann zum Beispiel darin bestehen, halt zumindest wesentliche Teile auch zu verkaufen an jemand, der vielleicht noch an der Stelle sich sozusagen tragfähig erachtet. Da sollten wir vielleicht auch mal drüber reden, ob man nicht hier mit dem Insolvenzrecht auch etwas Unterstützendes leisten kann, damit es nicht zur Pleitewelle kommt. Genau, das ist ja, nochmal, hat die Regierung schon es gemacht. Geht um eine Entlastung in der Breite der Bevölkerung. Wir wollen und werden mit Tarifverhandlungen und mit, ich sag mal, steuerfrei 3.000 in der Breite uns darum bemühen, dass es eine Entlastung gibt. Wir können das nicht alleine über Tarif- und Lohnpolitik stemmen. Sondern es muss eine Entlastung der Politik geben, die noch in diesem Jahr deutlicher wirkt als nur die 300 € Energiepreispauschale, was ich einen richtigen Mechanismus finde, weil es nämlich auch eine progressive Verteilung hat. Mhm. Und ich will nur davor warnen, weil ich das mehrfach gehört habe, dass man jetzt nur den Fokus auf die absoluten sozialen Härten setzt. Da müssen wir was tun. Wohngeldreform, Bürgergeldreform, Kindergeldsicherung, alles richtig. Aber das ist längst ganz tief in der Breite Mitte der Gesellschaft. Wir sind auch jemand, der 3.500, 4.000 € brutto verdient, ist mit einem gesamten Monatsgehalt jetzt schon in den Abschlagsrechnungen. So, Frau Schwesig, Sie sind interessanterweise ja auch Regierungschefin eines ostdeutschen Bundeslandes. Sie haben verfolgt, was Ministerpräsident Haselhoff gesagt hat und was Herr Kretschmer aus Sachsen gesagt hat. Die wünschen sich richtig offen, dass es ein Ende dieser Sanktionen endlich geben soll. Wie viele Menschen in Ihrem Bundesland sagen Ihnen das? Sehr viele. Ich habe ja gesagt, ich komme gerade von einer Demo, die von Unternehmern organisiert war und die auch die das auch gesagt haben. Und ich habe denen ganz klar gesagt, Deutschland hat viele Jahrzehnte darauf gesetzt, dass wir russisches Gas bekommen, nicht für Putin, sondern deshalb, weil die Preise dadurch gering waren. Mhm. Es ist ein Teil unserer Wirtschaft gewesen. Darauf können wir nicht mehr setzen. Und auch die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel hat ja mit Biden auch die Verhandlungen nur geführt unter den Bedingungen, dass Russland einen Weg für die Ukraine findet. Und Russland hat einen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen. Und deswegen können wir darauf nicht mehr setzen. Aber dann müssen wir auch sagen, wie es geht. Und das will ich auch denen sagen, die ja jetzt immer sagen, wir haben euch das schon alles vorher gesagt. Auch die haben ja keine Antwort auf den Preisunterschied. Und der Preisunterschied ist einfach da. Das sehen wir jetzt. Das ist noch durch den Krieg sozusagen angefeuert. Und deswegen ist es wichtig, dass der Staat jetzt diesen Weg begleitet mit der Preisbremse. Ansonsten verlieren wir auch viel Unterstützung. Das wollen wir nicht. Und jetzt zu sagen, das Ziel, sich immer mehr zu versorgen aus erneuerbaren Energien, um unabhängig zu sein, um Preise gestalten zu können und gleichzeitig aber den Weg dahin beschreiten. Mhm. Und ich würde sagen, das Problem, was wir zurzeit haben,
haben wir deshalb, weil es in der Vergangenheit nie eine Energiebedarfsplanung gab, weil bestritten worden ist, dass man für die Übergangszeit Gas braucht. Mhm. Und ich sag mal, jetzt werden Sie ja gleich... Das steht ja schon wieder im Koalitionsvertrag, weil auch dieser Koalitionsvertrag dieser neuen Ampel setzte noch auf Gaskraftwerke, die im Übergang genutzt werden sollten. Entschuldigung, also genau. Nicht nur, dass man vorher auf Gas setzte. Ja, irgendwas werden wir ja brauchen. Irgendwas wird man ja brauchen. Sie haben so ist es, und deswegen, das will ich noch sagen, gehört zu dem Thema Preisdeckel und Entlastung auch noch Energie sparen und erneuerbare Energien dazu. Und das Dritte, dass wir für eine Übergangszeit jetzt auch zusätzlich Energie anlanden, LNG zum Beispiel. Da hat die Bundesregierung jetzt gehandelt. Und wir schnell. Als Ostseestandort haben sind Sie dabei mit zwei großen Projekten und helfen mit. Und ich will es ganz deutlich sagen, nicht vor allem nur für mein Bundesland. Wir haben den geringeren Verbrauch und haben schon viel Erneuerbare, sondern für viele andere Teile auch. Und ich glaube, dieser Dreiklang, genug Energie, Energie sparen und Preisdeckel und Entlastung, wer kann uns helfen? Nun wissen auch Sie, Frau Schwesig, zu abhängig von Deutschland ist immer mit einem Namen verbunden, nämlich mit Nord Stream 2. Wieso sind wir da, wo wir jetzt sind? Unser Wohl und Wehe abhängig von Wladimir Putin. Kreml-Freunde quer durch die Parteien. Manche waren fast schon Streber. Da standen russische Truppen bereits an der ukrainischen Grenze. Im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass es richtig ist, weiter auf kritischen Dialog und wirtschaftlichen Austausch mit Russland zu setzen. Für Nord Stream 2 aber wurde kein kritischer Dialog geführt, sondern eine sogenannte Klimastiftung gegründet von Mecklenburg-Vorpommern, finanziert von Gazprom. Ziel? Die Umgehung amerikanischer Sanktionen für noch mehr billiges Gas aus Russland. Die Pflege der deutschen Industrielandschaft hat eine lange Tradition. Wir setzen auf einen zuverlässigen Lieferanten Russland. Und die deutsche Wirtschaft, die jedem Meter Pipeline zugejubelt hat, ist heute im Dauerjammermodus. Es fühlt sich so an, wie wenn auf der Titanic alle Rettungsboote über Bord geworfen werden. Die Musikkapelle spielt im Speisesaal weiter. Sagt Herr Dulger. Frau Schwesig, dass wir in diesem Schlamassel sitzen, hat viel mit der Sozialdemokratie zu tun. Und es hat auch mit Manuela Schwesig zu tun. Nein, das weise ich zurück. Ich finde, da machen sich es einige zu einfach. Ich habe mir das ja die letzten Wochen und Monate angehört und bin ziemlich überrascht über den einen oder anderen. Aber so ist das. Ich will es ganz deutlich sagen, in Mecklenburg-Vorpommern kommt Nord Stream 1, aus der sich ja viele, sehr viele Jahre lang gut versorgt haben, an. Es kommt auch Nord Stream 2 an. Durch Nord Stream 2 ist nie Gas geflossen. Mhm. Damit hat Putin kein Geld verdient, damit hat er Geld versenkt. Durch die Investitionen von Nord Stream haben wir landseitig einen riesen Verteilstrang bis nach Bayern, Tschechien, Baden-Württemberg wird versorgt, was wir jetzt nutzen, von Lubmin. Ja, auch ich habe auf kritischen Dialog und wirtschaftliche Zusammenarbeit gesetzt. Das hat sich heute herausgestellt, dass es ein Fehler war und dass es nicht mehr funktioniert. Heute? Viele Jahrzehnte hat es geklappt, aber ich will es einmal hier gesagt haben. Deswegen bin ich froh, dass Sie das jetzt noch mal ansprechen. Mecklenburg-Vorpommern war nur für die Genehmigung der Leitung zuständig. Welche Verträge gemacht worden sind, ob eine Pipeline in Betrieb genommen wird, warum Uniper sich einseitig abhängig machen lassen hat, hat nicht Mecklenburg-Vorpommern zu verantworten. Mhm. Dass Gasspeicher nie überwacht worden sind, hat der ehemalige Bundesenergieminister und die Bundesnetzagentur zu verantworten. Dass es nie eine Energiebedarfsplanung gab und dass man gegen den Rat, auch die letzte Bundesregierung und unsere Landesregierung hat immer darauf hingewiesen, dass wenn wir aus Atom und Kohle aussteigen, wir noch nicht uns komplett mit erneuerbaren Energien versorgen können. Das ist so, obwohl wir schon mehr produzieren, als wir selber brauchen. Und dass wir für den Übergang Zeit Gas brauchen. Das ist bestritten worden. Es hieß immer, wir brauchen kein Gas. Wir hätten viel mehr Gasmöglichkeiten haben sollen. Unser Problem ist doch jetzt nicht nur, dass Russland nicht mehr liefert. Unser Problem ist, dass wir zu wenig Alternativen haben. Und für die Alternativen, dass der industriestarke Süden zum Beispiel angeschlossen wird, mit Verlaub, dafür ist nicht auch noch MV zuständig. Und insofern, wir helfen jetzt, damit wir LNG-Gas bekommen. Wir helfen beim Thema Erneuerbare. Und da helfen Sie sogar Herrn Söder. Heute, um bei heute zu bleiben, Frau Schwesig, unterstützt Deutschland zusammen mit der USA die Ukraine. Sie haben im Jahre 2021 eine Stiftung gegründet, mithilfe der Russen, um US-amerikanische Sanktionen zu umgehen. Waren Sie
auf der historisch falschen Seite. Das würde ich mit dem Wissen von heute so nicht mehr machen. Damals hatten wir die Situation, dass Donald Trump die Unternehmen, die an der rechtsstaatlich genehmigten Pipeline gearbeitet haben, mit Sanktionen bedroht hat. Und diesen Sanktionen wollten wir begehen. Und außerdem haben die Umweltverbände in Mecklenburg-Vorpommern schon bei Nord Stream 1 eine Stiftung gegründet und dafür ihre Klage gegen Nord Stream 1 zurückgezogen, mit der Bedingung, dass Nord Stream 1 Geld für Klimaschutz gibt. Und wir haben gesagt, wir wollen, wenn Nord Stream 2 investiert wird, auch, dass es zusätzlich Geld für Klimaschutz gibt. Sie mit haben dem Angriff von Russland auf die Ukraine ist ganz klar entschieden worden, dass diese Stiftung abgewickelt wird. Wir haben Gerhard Schröder verfolgt. Er hat mit dieser Politik natürlich viel Geld verdient. Was war Ihr Motiv? Was war Ihr Motiv, sich so zu engagieren? Naja, natürlich kein persönliches Geld, um es mal ganz klar zu sagen, sondern wir haben uns immer eingesetzt für Nord Stream, damit es preiswerte Energie gibt, die die Bürger und die Wirtschaft bezahlen können. Das ist das Modell, was seit vielen Jahrzehnten, seit 1960, gibt es Gaslieferungen, auch schon vor Gründung meines Bundeslandes, bevor ich überhaupt auf die Welt kam. Und dafür haben wir uns eingesetzt, nicht für Putin und für Russland, sondern dass es preiswert ist für die Bürgerinnen und für die Wirtschaft. Und parallel dazu haben wir als Bundesland, und da müssen sich andere fragen, ob sie zu wenig gemacht haben, massiv erneuerbare Energien ausgebaut. Gerade heute habe ich wieder eine Solarthermieanlage in Greifswald eingerichtet. Und Frau Schwede, das war der Punkt. War diese Stiftungsgründung eine Idee der Russen? Und was hat Ihnen Angela Merkel damals eigentlich gesagt, als Sie ihr diese Klimastiftung präsentiert haben? Als Idee, um US-amerikanische Sanktionen zu umgehen. Wir wollten, dass wir diesen Sanktionen begegnen können und haben das ganz transparent, nicht nur im Landeskabinett, die Stiftungsgründung, sondern wir waren im Landtag und haben sowohl die Satzung, wo alles drin steht, Zweck und Ziel, deswegen war da auch nichts intransparent, dem Landtag vorgelegt. Und im Landtag ist es mit den Stimmen von SPD, CDU und Linken ohne Gegenstimme beschlossen worden. Glauben Sie, dass das als Verteidigung reicht, zu sagen, es war die Stiftung und ich war es nicht? Und der Landtag hat es beschlossen und es war ganze Transparenz. Und nochmal die Frage, was hat Frau Merkel eigentlich dazu gesagt? Ich habe Frau Merkel informiert darüber. Und die Bundesregierung hat es ja selbst beantwortet in der Kleinen Anfrage, dass sie selber dazu keine Wertung vorgenommen hat. Das war eine Entscheidung des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, transparent im Landtag, weil es ein besonderer Weg war. Und ich habe es ja schon mehrfach gesagt und sage es gerne heute hier auch. Mit dem Blick von heute und Wissen von heute würde ich das natürlich nicht mehr so machen. Ich würde zur Ehrenrettung noch dazu ergänzen wollen, dass es nicht nur alleine um die Verantwortung von Mecklenburg-Vorpommern geht, sondern ich will zumindest mal ergänzend erwähnen, es war die Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland, aller Regierungen über verschiedene Zeitphasen hinweg, dass wir aus Atomkraft und aus Kohle aussteigen und Gas zur Brücke in das erneuerbare Zeitalter definieren. Das gehört mit zu der Entscheidung. Das sage ich völlig wertneutral. Aber jetzt so zu tun, als ob da einseitig aus Eigeninteressen heraus irgendeine sozusagen einsame Entscheidung gefallen ist, das ist wirklich nicht korrekt. Das ist eine ganze Kette von Entscheidungen gewesen, die man heute anders bewerten muss. Aber es nützt am Ende des Tages nichts. Wir sind in besonderer Abhängigkeit und wir müssen jetzt aufpassen. Sie sind, Frau Göring-Eckardt ist gleich dran. Sie sind in Niedersachsen politisch zu Hause in der Sozialdemokratie. Verbinden Sie mich nicht mit Gerd Schröder, habe ich nichts mehr zu tun. Gar nicht. Aber hier ist meine Frage. Eben in der Sozialdemokratie Niedersachsens zu Hause. Wie solidarisch sind Sie heute mit der Ukraine, Frau Fahimi? Es wurde gerade angefragt. Es wurden Panzer angefragt. Olaf Scholz hat das abgelehnt für die Bundesregierung. Würden Sie sagen, alle militärische Kraft, die zur Verfügung steht, in die Ukraine? Also was ist jetzt mit Niedersachsen zu tun, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber ich kann Ihnen sagen, dass der ich sitze hier als DGB-Vorsitzende und bin auch dort politisch zu Hause. Und ich bin wie viele andere Gewerkschafter auch Mitglied einer Partei. Und
Ich kann Ihnen sagen, davon unabhängig stehen wir als Gewerkschaften in voller Solidarität zu dem Verteidigungskampf, den die Ukrainer und Ukrainer führen. Wir sagen auch ganz klar, dass die Sanktionen gegen Russland richtig und berechtigt sind. Da sind wir uns auch einig mit der Wirtschaft, was wir sehr begrüßt haben, dass es dort eben nicht einen Vielstimmenchor gegeben hat. Mhm. Und was die verteidigungspolitischen Einschätzungen angeht, also da maße ich mir, anders als ich das in den vergangenen Monaten von so einigen Bundestagsabgeordneten gehört habe, nicht an, das wirklich in jedem technischen Detail beurteilen. Jetzt ist Frau Göring-Eckert dran. Aber es ist richtig, die Ukraine zu unterstützen. Ja, und daran führt auch kein Weg vorbei, weil es nicht um die Ukraine geht, die irgendwo ist, sondern weil, ich will das einmal noch mal sagen, die verteidigen gerade unsere Freiheit und Demokratie. Das ist Europa, das ist in Europa und deswegen ist es auch richtig und notwendig. Ich will eine Sache sagen in Bezug auf die Vergangenheit. Und Manuela Schwesig hat das ja ganz oft erklärt und erklären müssen. Und ich glaube, es gibt auch noch einen Untersuchungsausschuss, der noch läuft. Und deswegen sind diese Fragen auch wichtig. Sie sind aber auch wichtig für die Zukunft. Der Krieg in der Ukraine gegen die Ukraine von Russland, der hat 2014 begonnen. Und ich möchte nicht, dass wir noch mal in eine Situation kommen, wo wir so tun, als ob das irgendwie vielleicht doch wegzumoderieren ist. Und danach ist Nord Stream 2 angefangen worden zu bauen. Und es ist in einer Zeit verteidigt worden, als Nawalny festgenommen worden ist, als es MH17 abgeschossen worden ist, als wir den Tiergartenmord hatten, als ein Memorial verboten worden ist, als die Krim eingenommen worden ist, das Donetsk-Becken. Also diese ganzen Dinge sind passiert und wir haben nicht ausreichend, ich sage jetzt mal wir, obwohl ich wirklich auf der anderen Seite war und seit 2014 im Bundestag immer wieder Reden gehalten habe, in denen ich, genauso wie übrigens Annalena Baerbock in der außenpolitischen Auseinandersetzung für diesen Wahlkampf, deutlich gemacht hat, Putin wird diesen Wirtschaftskrieg auf der Energiefrage mit uns führen. Er wird ihn gegen uns führen. Und jetzt ist es natürlich blöd, in so einer Situation Recht behalten zu haben. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass wir hätten viel früher reagieren müssen. Deutschland hätte früher reagieren müssen. Dass die Unabhängigkeit so zentral ist. 2014. Herr Rüsswurm, auch die deutsche Wirtschaft hat sehr um dieses billige Gas gerungen, sich sehr dafür eingesetzt. Das sagt heute Angela Merkel, gefragt und ungefragt, dass sie damit offensichtlich auch Wirtschaftsinteressen und Bedürfnisse befriedigt hat. Wie gucken Sie da heute drauf, auch Ex-Vorstand von Siemens, der Sie waren? Ich schau erst mal als Ingenieur drauf und sage, ob es uns gefällt oder nicht. Die effizienteste Art, große Mengen Energie zu transportieren, ist, Gas durch Röhren zu schicken. Moleküle durch Röhren zu schicken. Und deshalb fanden Sie das so toll über viele Jahrzehnte. So, jetzt kann man natürlich im Nachhinein lange darüber streiten, hätten wir erkennen müssen, dass da im Kreml jemand sitzt, der einen Wirtschaftskrieg gegen uns vorbereitet. Sie haben den ja noch besucht. Ich habe den nicht besucht. Sie hatten die persönlich nicht, Entschuldigung. Aber, die deutsche Wirtschaft, die Delegationen waren recht üppig. Ja, aber wenn man in dieser Zeit gesagt hätte, man kann Russland und der russischen Regierung nicht trauen und wir sollten eine Eskalation gegen Russland führen, hätte man wahrscheinlich auch völlig zu Recht einige Gegenstimmen gekriegt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht eine Schulddiskussion bei uns führen, weil das nämlich auch in der öffentlichen Diskussion fehlleitend ist. Der Schuldige dafür sitzt im Kreml. Wie sind wir in diese Situation gekommen, war die Frage. Und an der haben wir eben auch etwas einen Anteil.